Welcome to the Ice. Leute, wir spielen heute das Ice Deck. Und es ist ein geiles Deck. Es ist in der Beta sehr, sehr, sehr beliebt. Es ist praktisch das, was sehr, sehr viele als erstes Deck schon gecraftet haben, weil sie schon gesehen haben, oh, das Deck kann was. Das muss was können. Ja, wir spielen die Standardvariante davon. Ein sehr, sehr schönes Deck. Sehr, sehr stark, sehr universell. Ist ein Late-Game-Control-Deck. Macht ultra Bock mit Ash. Gönnt euch. Der Key dazu steht unten, wenn ihr das Deck kopieren möchtet, alle Links und so weiter und so fort, alles in der Beschreibung. Wenn ihr das Deck kopieren möchtet, geht ihr hier auf Sammlung, ihr kennt das Spielchen, oben auf Deck importieren, haut ihr den Key rein, geht dann unten irgendwo auf euer Deck, wo es dann auch eben ist, und auf Deck editieren. Da drauf gehen und seht dann eure Karten. Alles in Blau habt ihr bereits, die Roten fehlen euch noch, könnt ihr dann mit einem Rechtsklick auf die Karten, die euch fehlen, craften. Und wenn ihr dann euer Deck fertig habt, so wie ihr es wünscht, geht's los. So Ash, let's go. Welcome to the Ice. Control Deck, Leute. Hoffen wir auf einen schönen Starthand. Selbst wenn wir keine schönen Starthand haben, es ist völlig egal bei diesem Deck. Das Deck verzeiht Fehler ohne Ende. Ihr werdet merken, dass ihr bei diesem Deck viele Spiele gewinnt. Obwohl ihr am Ende sagt, holy shit, Mann, ich habe so viele Fehler gemacht, dass ich das noch gewonnen habe. Wow, wow. Und irgendwann sagt ihr so, okay, ich habe 1000 Fehler gemacht, aber ich habe es trotzdem gewonnen. GG. Wir setzen den thermomagnetischen Strahl, den mystischen Schuss auf Wolf und den zweiten Schuss lassen wir auf der Hand. Okay, schade, wir haben keine Einserkarte. Wir passen die erste Runde. Sparen einen Mana. Die ersten zwei Runden zu passen, ist kein Problem. Wir sparen damit insgesamt 3 Mana. Und steigen damit 6 Mana in die dritte Runde ein. Vollkommen okay. Runde beendet. Runde 2 geht raus. Let's go. Ich gebe mein Bestes. So, der Gegner greift direkt an. Das Schöne ist, dass wir einen mystischen Schuss auf der Hand haben. Das heißt, wir hauen ihn direkt weg. Wird weghauen, bevor er Damage macht. Wir spielen keine Einheit. Dieser Schuss zählt auf das Konto für Israel. Israel muss 8 Schüsse landen. Erster Schuss ist schon erledigt, so early. Und es fehlen noch 7 Schüsse. Wir beenden die Runde. Runde 3, wir sind im Angriff. Wir können die Wölfe spielen. Mal gucken, was wir noch kriegen. Zersplittern. Okay, Wolf geht raus. Gucken, was der Gegner macht. 4 Hora. Nice. Nice. Wir greifen an. Ja. Er hat noch 2 Mana. Barriere irgendwas? Für den Gegner mit 3 oder weniger Leben ein. Okay. Gut gespielt, ich kann das jetzt nicht kontern. Schön gespielt, damit hat er seinen ersten Kill gemacht mit Fiora. GG. 4 Kills braucht er, wer es nicht weiß. 4 Kills. Und das Spiel ist gewonnen. Das ist die Siegbedingung. Fiora ist ein sehr, 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 sehr starker Champion. Ein sehr, sehr starker Champion. Ein sehr starker Champion auch der aktuellen Close Beta. Komplett am Rasieren, die Frau. Man kann sie aber gut kontern, wenn man das entsprechende Deck hat. Die besten Schwerter für meine Dame. Eines reicht mir, um zu gewinnen. So, sie geht hoch auf 5. Wir ziehen das Eis erstmal raus. Sicher, sicher. Auch wenn sie jetzt nicht mehr angreift mit dem Eis. Gegner weint. Spielt den Hasen. Okay. Wir überspringen. Kassieren 3 Damage. So, jetzt müssen wir mal kurz reingucken. Sie hat Kettenweste, ist robust. Sie hat den +2 Bonus. Sie hat Einfrieren. Und, jo, sie ist 4. Aber sie hat keine Barriere. Also... Hasta luego.
War ein teurer Spaß, war aber wichtig, dadurch, dass ich schon ein Stack hatte. Ich konnte mir nicht leisten, jetzt ideale Kombo wäre natürlich gewesen, mit einem Wolf das zu blocken und. War aber nicht möglich. So, wir haben hier die Schamanen und Israel. Wir spielen easy. Die Welt ist riesig groß. Da gucken wir jeden Winkel. Wir spielen easy, greifen an, geht durch der Angriff. Kriegen dann einen Zweierzauber und hauen damit den Vogel raus. Wichtiger Angriff hier, weil er auch Pullen hat, also Challenge. Okay, Angriff. Angriff geht raus. GG. Pfeil am Start, mystischer Schuss. Können wir direkt verwenden. Er hat schon einen Stack. Vier Stacks, Leute, vier Stacks. Pennt schon wieder. Vier Stacks. Fünfter Stack geht raus. Wir greifen den Vogel an. Schöne Kombo, wenn wir es nicht gemacht hätten, wäre der Schuss verloren gegangen. Der geht am Ende der Runde immer verloren. Also nutzen, irgendwie dafür gucken, schon vorhinein gucken, dass man diese zwei Mana am Ende übrig hat. Runde beenden. Aber das ist ein tolles Deck, Leute. Wenn ihr mit dem Spiel anfangt, ich kann euch echt dieses Deck empfehlen. Das ist das beste Deck für den Anfang. Und es ist halt es ist ein super starkes Deck. Wir wissen nicht, wie es dann später wird, in der zweiten Beta, in der dritten Beta und dann bei Release. Aber es wird auf jeden Fall ein Deck bleiben, was richtig geil ist zum Trainieren und zum Üben. Okay, Gegner ist im Angriff, er gibt Barriere auf den Klingenmeister. Kann man machen. Er hat keinen Pull, das heißt, wir können relativ safe jetzt die Schamanen spielen. Wir können aber auch sagen, wir spielen den pirschenden Wolf. Dadurch, dass wir selber blocken können, wie wir möchten. Das Ding ist, dass der mystische Schuss hier unsere Beschützerin killt. Instant. Das machen wir zuerst. Dummerweise hat sie halt Barriere schon gespielt, deswegen schade. Das bedeutet aber, dass wir auch unsere Schamane nicht mehr spielen können diese Runde. Schade. Aber ist okay. Schuss geht raus. Das ist der sechste Stack, meine ich. Ja. Fünf Stacks haben wir. Sechster geht raus. Noch zwei Stacks nach diesem Schuss. Oh, da kommt was. Gegenseitiger Angriff. Israel wird herausgefordert. Okay, kann man nichts machen. Ist okay. Kann ich nichts gegen machen. Okay, er greift an. Lassen wir durch. 3 Damage. Sein Schild geht dafür weg. Und wir können jetzt noch den Wolf spielen. Zweiter Hase geht raus. Wir beenden die Runde. Sein Schild ist weg. Wir sind im Angriff. Und können jetzt unsere Schamanen spielen, je nachdem, was wir kriegen. Okay, Wolf kommt. Wolf. Dummerweise haben wir keine Vereisung mehr. Das ist eine schwierige Runde für uns. Ja, wir spielen die Schamanen. Der Winter ist der wahre Herrscher Freljords. Eine Kronwacht ist unerschütterlich. Er spielt Tiana und jetzt brauchen wir halt unbedingt Vereisung. Ansonsten geht gar nichts mehr. Wir greifen mit dem Wolf an und holen ihn hier rüber, dass wir den Kill zumindest haben. Angriff geht raus. In der nächsten Runde wird der Sieg gesandt. Wird nichts machen. In der übernächsten Runde können wir sie killen. Mit dem Style im Reißzahnwolf. Das ist der Plan, auch wenn wir kein Vereisen haben. Let's go. Er geht halt langsam auf Low auf Karten. Ist zu unserem Vorteil, weil wir halt unsere Eisoptionen haben ohne Ende. Da gehen jetzt leider 9 Damage raus. 9 Damage, Leute, die wir nicht abwehren können. Wenn wir blocken mit I hier, dann ist GG. Können wir nicht machen. 9 Damage müssen wir kassieren. Wir gehen runter auf 5. Zug beenden. Runde 8. Verteidigung. So, sie geht runter auf 0. Wir spielen, kriegen immerhin einen Meisterschützen. Damit können wir einen Hasen rauskicken, mal gucken. Oder den Falken. Spielt keine Rolle, alles gleich. Alles gleich. So, wir können sogar beide spielen. Wir spielen erstmal den Meisterschützen, damit eine Einheit hier safe rausgeht. Und die armen Hasen lassen wir spielen den Falken aus. Gegner hat noch 2 Karten, Leute. Ich würde so gerne wissen, was er da hat. Also eine Fiora hat er momentan nicht. Die wird er sofort spielen jetzt. Sofort. Okay, ein Zauber geht raus. Vorletzte Karte von ihm.
Es ist vollständige Heilung und Verdoppeln des Lebens und der Stärke. Das Ding ist, sie hat keine Stärke, also bringt die Verdoppelung auch nichts. Sie geht hoch auf 14 Leben. Wir spielen jetzt die zweite Schamanin. Einfach um das Mana optimal zu nutzen. Brauchen tun wir den Reißzahnwolf. Brauchen tun wir den Wolf. Spielen tun wir die Schamanin, weil wir den Angriff in dieser Runde sowieso nichts machen können. Und damit unsere 5 Mana optimal nutzen. 3 Mana haben wir bereits in Reserve. Also ganz klar, Schamanin geht raus. Gegner ist dran. Letzte Karte, mal gucken, ob sie spielt. Ich will so gern wissen, was da drin ist. Alter Schiede, mich kribbelt es in den Fingern. Ich mache das. Das ist eine Beschützerin. Ah, okay, ja. Okay. Er spielt die Beschützerin. Nicht gut von ihm. Gar nicht gut. Schimpfen und zuschlagen. Nicht gut. 5 Damage gehen raus. 5 Damage gehen raus. Wir blocken die Beschützerin. Kälte ist hier nicht die einzige Gefahr. Abwehr. Damit kassieren wir 2 Damage, gehen runter auf 3. Zug beenden. Er hat nichts mehr. In unseren Venen fließt das Eis. So, Hase geht auf 0, sie geht auf 0. Wir kriegen noch einen Einfrieren, wir können noch den letzten Hasen noch auf 0 spielen. So, wir spielen als erstes einen Wolf. Also das Ding ist, warum ich das mache. Wenn ich jetzt mit meinen, ich könnte jetzt auch sagen, ich greife jetzt jede Runde mit den Schamanen an, werfe ihn ein und so weiter und so fort. Da kommen wir auf keinen Grund hin. Ich muss die Kontrolle bekommen. Kontrolldeck, brauchst die Kontrolle. Und zwar nicht kurzfristig, sondern langfristig. Deswegen muss ich diese Einheiten rauskicken. Wolf ist absolute Pflicht. Absolute Pflicht. Ist ja logisch, ne? So, jetzt kommt es drauf an. Was hat der Gegner noch auf der Hand? Er hat nichts mehr, was er spielen kann. In dem Fall spielen wir unser komplettes Deck und pullen die Tiana. Die Tiana von Kronwacht auf unseren Wolf. Der Wolf zerreißt alles, was 0 Angriff hat. Also leichte Beute. Wir haben keine Ash. Leider. Das bedeutet, er kann mit den beiden Hasen blocken. Damit geht kein Damage durch. Aber wir haben ein komplett leeres Board danach, wenn er blockt. Let's go. Angriff geht raus. Er blockt nicht. Den Ton. Hasen werden beide aufgespart. Runde beenden. Wir behalten natürlich unser Eis und alles, gar keine Frage. Wir warten auf Fiora, die nächste. So, beide Hasen gehen auf 0. Ash von uns, nice. Ash. Welcome, Ash. Welcome back to our hand, my lovely Ash. So. Wir spielen Ash. Ich führe uns zum Sieg. Alles auf einen Pfeil. Sie geht direkt Stufe 2 raus. Das bedeutet, dass die Hasen nicht abwehren können. Gegner hat 13 Leben. Das heißt, wir haben hier 9 plus 6, 15 Damage. Das wäre jetzt der Win in der nächsten Runde. Man sagt immer, die Aggro-Decks sind so easy peasy. Über Hearthstone ist es so, wenn ihr ein Aggro-Deck spielt, was weiß ich, so ein Schamanen-Aggro oder Hunter-Aggro, da kann man nebenbei noch Kaffee trinken, ein zweites Computerspiel spielen und noch eine Fernsehserie gucken dabei. Das ist halt so easy peasy, ne? Die Aggro-Decks hier bei Legends of Runeterra finde ich 1000-mal schwerer. Ich finde hier so ein Ash-Deck 1000-mal einfacher als das einfachste Aggro-Deck hier. Wirklich, ich finde, das ist ein riesen Unterschied. Ich bin gespannt, was sie da noch ändern. Ja, wir beenden die Runde, klar. In unseren Venen fließt das. So, 2 Einfrierungen gehen raus. Wir könnten jetzt direkt angreifen. Wir kriegen so noch einen Eispfeil oben drauf. Ja, was soll ich sagen? Gegner gibt auf. Ja. GG. Mit 2 Hasen auf der Hand. Mit 2 Hasen auf der Hand. GG. Schönes Beispiel. Du kannst, ich wiederhole es nochmal, du kannst 1000 Fehler machen bei diesem Deck. Deswegen ist es geil zum Lernen, es ist geil für einen Anfänger und für einen Profi. Der kann Plays raushauen, dass einem nur die Augen ausfallen. Also es ist ein schönes Deck für Jung und Alt, sag ich mal. Wir müssen halt sehen, ob es so bleibt. Momentan eines der schönsten Decks, um in das Spiel reinzukommen, finde ich. GG. GG Ash. GG.